Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1 und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um. Also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Eigenschaft zu beweisen. Eigenschaft, die gültig ist, für egal welche natürliche Zahl n größer gleich 4. Diese Eigenschaft stimmt nicht für 0, für 1, für 2 und auch nicht für 3. Also beginnen wir den Beweis mit dem kleinstmöglichen Wert für n, das heißt, wir beginnen mit n gleich 4. Wenn n 4 ist, lesen wir, 2 hoch 4 ist streng kleiner als die Fakultät von 4. So. 2 hoch 4 macht 16, die Fakultät von 4 macht 24, also stimmt diese Ungleichheit dann und genau dann, wenn 16 streng kleiner ist als 24, was natürlich okay ist. Wir nehmen jetzt an, dass die Eigenschaft stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k größer gleich 4 und anhand dieser Induktionshypothese werden wir beweisen, dass die Eigenschaft auch stimmt für die darauffolgende Zahl k plus 1. Wir starten also mit 2 hoch k plus 1. 2 hoch k plus 1, das ist dasselbe wie 2 hoch k mal 2. Und durch die Induktionshypothese wissen wir, dass 2 hoch k streng kleiner ist als die Fakultät von k. Und da k größer gleich 4 ist, wissen wir, dass 2 streng kleiner ist als k plus 1. Und die Fakultät von k mal k plus 1, das ist die Fakultät von k plus 1. Und somit haben wir bewiesen, dass 2 hoch k plus 1 streng kleiner ist als die Fakultät von k plus 1. Wir haben diese Ungleichheit also bewiesen, was den Beweis von dieser Eigenschaft abschließt.